Hallo zu einem neuen Gadget Donnerstag. Das gab es ja echt schon eine ganze Weile nicht mehr. Und für dieses Video haben wir euch dabei mitgenommen, wie wir ein paar Sachen erledigt haben, die echt schon eine ganze Weile auf unserer To-Do-Liste standen. Vielleicht motiviert euch das Video ja auch, irgendwas anzugehen, was ihr schon länger vor euch her schiebt. Es fühlt sich einfach sehr gut an, solche To-Dos dann endlich wegzuhaben. Viel Spaß! Wir haben uns letzte Woche einen neuen Wohnzimmerteppich bestellt, beziehungsweise letzte Woche ist angekommen. Und das hier ist mein alter Wohnzimmerteppich und der soll jetzt unter den Esstisch. Wir warten noch auf einen größeren Esstisch, also den haben wir schon bestellt, aber es dauert noch ein paar Wochen, bis der ankommt. Und ich glaube, unter meinen aktuellen Tisch wird der Teppich auf jeden Fall noch drunter passen und das wird auch wahrscheinlich nicht komisch aussehen. Aber unter dem neuen Tisch eventuell dann schon, weil der ein ganzes Stück größer ist. Aber mal sehen, das ist ein Problem, mit dem wir uns dann beschäftigen, wenn der neue Tisch da ist. Teppich liegt, aber irgendwie bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich es finde. Vielleicht muss ich mich aber auch erstmal noch dran gewöhnen. Ich finde, ein Teppich macht in einem Raum immer so einen großen Unterschied irgendwie so vom Gesamteindruck und ich finde jetzt irgendwie wirkt der ganze Raum viel kleiner, als er vorher aussah. Aber gleichzeitig ist es halt auch super schwer zu beurteilen, weil hier eh im Moment noch ganz viele Möbel drin stehen, also was jetzt ganz viele, aber noch einige Möbel drin stehen, die hier gar nicht drin bleiben. Also mein Schminktisch wird hier gar nicht drin bleiben und dieses Sideboard wahrscheinlich auch nicht. Also das kommt alles irgendwann noch an einen anderen Platz, wenn das andere Zimmer endlich fertig ist. Deswegen wird es wahrscheinlich eh alles ganz anders aussehen und dann, wie gesagt, mit dem anderen Tisch ja sowieso. Ich glaube aber, für den Übergang kann es erstmal hier liegen bleiben. Vor allen Dingen ist das Gute daran, dass der Boden dann auch ein bisschen besser geschützt ist vor den Stühlen. Denn trotz Filzgleitern passiert es da leider immer wieder, dass Kratzer auf dem Boden sind, weil wir irgendwie noch nicht die richtigen Filzgleiter für alle diese Stühle gefunden haben. Das sind aber halt auch alles unterschiedliche Stühle, was es alles noch ein bisschen verkompliziert. Verkompliziert? Ein bisschen komplizierter macht. Wie auch immer. Auf jeden Fall liegt er jetzt erstmal hier und liegt vor allen Dingen nicht mehr im Weg rum. Das ist ja schon mal was. Ich hatte euch ja im letzten Vlog gezeigt, dass ich mir hier dieses praktische, tatsächlich sehr praktische Aktensortier-Dings gekauft habe. Ich hatte vorher alle meine Unterlagen, also alle aktuellen Unterlagen in so einem einzelnen Ablagefach. Und das habe ich jetzt immerhin mal aufgeschlüsselt und einsortiert und habe es auch so ein bisschen unterteilt in beruflich und privat und Belege, die ich sammle. Und jetzt würde ich aber gerne mal noch die einzelnen Sachen auch wirklich wegsortieren und zwar in den jeweiligen Ordner. Also eigentlich hefte ich die Sachen schon ab, nur wenn sie halt per Post kommen sozusagen, dann lege ich sie ganz oft immer erstmal in so ein Fach und sortiere dann irgendwann das Fach durch. Und immerhin, das Fach ist jetzt schon mal unterteilt. Und ich habe mir Hannas Label Maker ausgeliehen und werde die einzelnen Ablagefächer und auch die Ordner jetzt mal mit diesem Label Maker beschriften. Ja. Überlegen, wo ich draufschreiben möchte. Echt? Buchstaben vergessen.
Ich plane schon seit einer ganzen Weile, eine Liste anzulegen mit Gerichten bzw. mit Rezepten, die ich gerne esse oder koche und vor allen Dingen, die relativ easy und schnell gehen, weil es ja sehr oft vorkommt, dass man irgendwo rumsitzt und nicht weiß, was man sich zu essen machen soll. Jedenfalls mir geht das sehr oft so. Und ich blätter dann ganz oft ewig durch Kochbücher. Oder ich mache halt immer so die gleichen 3 oder 4 Gerichte und das wird ja auch schnell ein bisschen langweilig. Und es gibt halt noch viel mehr Gerichte, die ich eigentlich richtig gut finde, aber die halt schnell in Vergessenheit geraten. Und dann haben sowohl Leo als auch Lisa mir erzählt, dass sie so eine Liste haben. Und ich fand das richtig cool und dachte mir, sowas muss ich auch unbedingt mal machen. Also ich habe ja so meine eigenen Food-Highlights. Ich glaube, da werde ich jetzt mal so ein bisschen durchgucken, weil ich glaube, da stelle ich schon dadurch fest, was so Gerichte sind, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe oder auch die ich regelmäßig mache und die richtig gut sind. Und dann gucke ich, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen durch meine Kochbücher, durch meine Liebsten und schreibe einfach mal so ein paar Staples zusammen. Und wenn dann das nächste Mal ein Moment kommt, wo ich nicht weiß, was ich kochen soll, kann ich auf diese Liste gucken. Sagt halt auch schon alles aus, dass es mittlerweile 3 Food Highlights in meinem Profil gibt. Manche Sachen müssen nicht auf die Liste, weil es ist so logisch, dass ich die gerne esse, dass ich das nicht vergesse. Zum Beispiel Artischocke. Beispiel so ein Gericht, was ich vor einer Weile mal mehrfach hintereinander gemacht habe. Und das ist so unglaublich lecker. Und ich habe es komplett vergessen. Das muss ich mir direkt mal aufschreiben. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr happy mit dieser Liste. Das ist irgendwie weirdly satisfying, das Gefühl zu haben, dass wenn man auf nichts kommt und einem nichts einfällt, dass man dann einfach in diese Liste gucken kann. Und vor allen Dingen kann man die natürlich einfach immer erweitern mit Gerichten, die man richtig gut findet und die dann zu Standardgerichten werden. Das finde ich auch ein sehr schönen Gedanken. Ich habe gerade geparkt im Pflanzencenter. Wir waren hier schon mal, Lena und ich damals zusammen, für meinen Terrassen-Makeover damals. Und Walla und ich waren hier vor kurzem auch schon mal, aber leider war da die Schlange so unfassbar lang, dass wir nicht reingekommen sind, bevor es geschlossen hat. Heute neuer Versuch. Ich habe damals unter anderem meinen Ginkgo-Baum gekauft und noch so einen mega schönen Buschbaum. Und ich habe noch 1-2 Blumentöpfe auf meiner Terrasse, wo noch ein bisschen was fehlt. Und vor allen Dingen fehlt mir auch Blumenerde. Und weil ich die Pflanzen von damals so mega, mega gerne mag, gucke ich jetzt mal, ob ich noch ein bisschen was finde für unsere Terrasse für diesen Sommer, wenn er dann endlich mal kommt. Und das ist jedenfalls meine Ausbeute. Eine kleine Kräutererde, weil ich noch Basilikum und Schnittlauch einpflanzen möchte in einem Topf. Ein kleiner Feigenbaum. How cute is that? Dann habe ich so ganz viele mediterrane Kräuter mitgenommen, weil die empfohlen wurden, weil die halt sehr hitzebeständig sind. Also Lavendel, Thymian, Rosmarin, jeweils 2-fach. Das kommt dann auch noch in so einen Blumenkasten. Und dann habe ich hier noch einen sehr hübschen Baum mitgenommen. So heißt er. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Und der kommt dann in einen etwas größeren Topf. Den muss ich noch umtopfen. Also im Auto habe ich noch Erde. Und dann habe ich noch diesen Saft hier mitgenommen. Habe ich in letzter Zeit öfter gekauft, auch auf so einem Bauernhof, wo wir mal angehalten haben. Und ein paar Sachen mitgenommen haben. Da gab es den auch und der ist so lecker. Und den hatten die jetzt bei Dingers auch. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr den mal findet. Stay good.
all so jaded. We all lost love like love's our savior. It's a dark place when it's all about. Ich hatte dann auch noch ein paar Sachen einzupflanzen bzw. umzutopfen. Unter anderem haben wir nämlich vor kurzem mehr oder weniger unbedacht eine Zucchini-Pflanze gekauft und dann festgestellt, dass die eigentlich 1 bis 2 Quadratmeter Platz benötigen. Und so ein großes Beet haben wir zumindest bisher nicht auf unserer Terrasse. Deswegen haben wir dann beschlossen, es einfach mal mit einem relativ großen Pflanzkübel auszuprobieren, den wir noch da hatten. Wir wissen nicht, ob das was wird, also drückt uns die Daumen, dass wir da irgendwann hoffentlich kleine Zucchinis ernten können. Mini kleine Zucchini in riesigem Topf. Außerdem haben wir dann auch noch direkt eine Margarite umgetopft, die wir auch vor kurzem gekauft hatten und die noch ohne Übertopf bei uns rumstand. Ich vielleicht zu Obi für eine Sache, die ich seit Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste stehen habe und immer vor mir hergeschoben habe. Und zwar würde ich gerne unseren Outdoor-Couch-Tisch, also unseren Outdoor-Beistelltisch, der vor unserem Palettensofa steht, neu lackieren. Ich habe den vor ein paar Jahren Secondhand gekauft bei Taku Taku in Köln und das war eigentlich kein Outdoor-Tisch. Der war halt nicht entsprechend behandelt und jetzt 1-2 Jahre später sieht er ziemlich mitgenommen aus, logischerweise. Also definitiv wäre es klüger gewesen, den damals einfach schon mit irgendwas Wetterwasserfestem zu lackieren. Und ich würde den jetzt einfach gerne einmal neu streichen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie jemand spielt. Also mal sehen, wie erfolgreich dieses ganze Projekt wird. Aber auf jeden Fall würde ich das gerne mal erledigen. Ich habe hier gerade den Tisch gerettet vom Regenwetter und die Kamera einfach draußen stehen lassen. Ich mag die Farbe, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich muss dieses Projekt aber zu einem anderen Zeitpunkt weitermachen, weil aktuell das mit dem Wetter einfach zu schwierig ist. Also es ist einfach leider zu unbeständig und ich will wirklich warten, bis es einen Tag gibt, wo nur Sonnenschein gemeldet ist. Das ist mir aktuell einfach ein bisschen zu risky. Aber die Farbe finde ich schon mal gut. Aber auf jeden Fall habe ich mal mit dem Projekt angefangen. Das ist auch schon mal viel wert. Wir haben hier in der Wohnung so eine Art Abstellkammer, beziehungsweise eigentlich eine Art Durchgang. Der wird aber halt noch zu einer Kammer gemacht sozusagen. Und jedenfalls stehen hier aktuell noch ein paar Kartons drin. Die sind nicht mehr alle voll, aber ich wollte das so ein bisschen umpacken, weil manches davon kann einfach immer noch nicht ausgepackt werden, weil das Schlafzimmer noch nicht fertig ist. Aber manche Kartons muss bzw. will ich zurückgeben. Also ich hatte mir den größten Teil der Kartons ausgeliehen und deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen umpacken und auspacken. Und vor allen Dingen sind hier irgendwo, glaube ich, auch noch meine Bücher drin. Die habe ich nämlich anfangs nicht ausgepackt, weil wir dafür auch noch keinen Platz hatten. Aber inzwischen haben wir dafür Platz im Bücherregal im Wohnzimmer. Die Kamera ist leider ausgegangen, während ich das Regal einräumen gefilmt habe. Aber so ist jetzt ein erster Zwischenstand. Hier oben ist es schön und da unten kommt dann die Realität. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich mit den Sachen machen soll. Ich habe halt viele Puzzle, die ich bisher auch noch nicht weggeben oder verkaufen oder verschenken möchte. Und ich finde, Puzzle nehmen einfach so unfassbar viel Platz weg. Mein Drucker steht halt im Moment noch hier, weil wir jetzt noch kein Büro haben. Und das da sind auch so Bürokram, Sachen oder Sachen, die dann eigentlich ins Büro sollen. Ja, und hier oben fehlen auf jeden Fall noch ein paar Bücher, also eine Kiste mit Büchern fehlt noch. Die werde ich, glaube ich, jetzt mal noch einräumen. Aber ansonsten sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus als vorher. So, das hier müsste jetzt tatsächlich die allerletzte Kiste mit Büchern sein.
So, aktueller Zwischenstand. Boom. Hat es sich ein bisschen erweitert und ich finde es auch voll schön so. Also ich sortiere ja meine Bücher, beziehungsweise eigentlich alles, was ich besitze, schon seit Ewigkeiten nach Farben. Ich finde das irgendwie erstens am schönsten und zweitens auch am übersichtlichsten, weil ich mich sehr häufig halt an die Farbe von Büchern erinnern kann. Also ich finde die dann auch einfach schneller so. Und hier unten ist es nach wie vor nicht so schön, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ich glaube, für den ganzen Kram kaufe ich mir irgendwann demnächst mal noch irgendeine schöne Box oder einen Korb oder irgendwas, wo das alles rein kann und Ordner und die ganze Technik, das kommt ja eh dann irgendwann bald weg. Und ich glaube, bis dahin bleibt es jetzt erstmal so. Ist nicht besonders schön, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und ich freue mich, dass alle meine Bücher endlich ausgeräumt sind. Und jetzt kümmere ich mich noch kurz um diese beiden Kartons. Das sind die letzten beiden, wo noch was drin ist. Das sind alles so Terrassen, Pflanz, Blumensachen sozusagen, also Blumentöpfe und so ein Kram und Zeug, was noch auf die Terrasse soll oder was irgendwie damit in Zusammenhang steht. Und eigentlich haben wir dafür so eine große, so eine Gartenbox sozusagen bestellt und müssen die aber noch abholen. Aber die Kartons will ich jetzt trotzdem schon mal leer räumen, denn heute werden die abgeholt. Also das Umzugsunternehmen holt die heute ab. Was mich auch sehr freut, weil dann hier wieder wesentlich mehr Platz ist, weil so Kartons, selbst wenn sie nicht mehr voll sind, also wenn sie zusammengefaltet sind, doch sehr viel Platz wegnehmen. Und dafür habe ich jetzt halt zwar noch keinen Platz, aber ich räume das jetzt erstmal alles irgendwie in Tüten, damit ich die auch mit abgeben kann. Nicht unbedingt viel schöner oder praktischer als vorher. Aber immerhin sind die letzten Kartons ausgepackt. Die können jetzt zu den restlichen und dann heute Nachmittag abgeholt werden. Ich freue mich.